Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und heute begrüße ich euch noch einmal aus Dünen an der Nordseeküste. Wie wichtig der Tourismus für Dünen ist, hatte ich dir ja schon in den vorhergehenden Videos gezeigt. Nach den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen rüstet sich jetzt natürlich auch die Gastronomie für die Wiedereröffnung in Dünen. Das reine Nachtleben hier in Dünen war natürlich nie besonders ausgeprägt, da es sich ja hauptsächlich um einen Familienort handelt. Aber es gab schon noch die eine oder andere schöne Ecke, wo man sich mal abends hinsetzen konnte, ein kühles Getränk trinken oder auch mal zum Beispiel eine Pizza essen, mit Freunden zusammen sein und einfach nur das Leben genießen. Ich hoffe, dass diese Zeiten jetzt langsam wiederkommen und alle Freude daran haben werden. Ja, und vom Nachtleben in einem ganz anderen Land zu einer ganz anderen Zeit handelt dann jetzt auch mein nächstes Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns dann wie immer zum Schluss nochmal. Tja, und das war dann auch schon wieder mein Video aus einem anderen Land zu einer anderen Zeit. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Bleibt alle gesund, euer Matthias.